Hallo und zurück zu meinem Blog Redaktion 42. Ich habe im Kino einen super, super Film gesehen, Die Verlegerin. Und dieser Film ist jetzt auf Blu-ray rausgekommen. Es ist ein leiser Film mit leisen Tönen. Aber die Sprengkraft der Aussage ist gewaltig. Wir müssen die Kontrollinstanz für ihre Taten sein. Diese Aussage von Ben Bradley, Chefredakteur der Washington Post, bringt den Film Die Verlegerin auf den Punkt. Der Film von Steven Spielberg ist ein großes amerikanisches Epos. Ein Loblied auf den Journalismus der 70er Jahre, der heute im Zeitalter von Putin und Trump dringlicher denn je ist. Im Film ging es um die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, die zeigten, wie alle US-Präsidenten seit Truman im Krieg in Südostasien verwickelt waren. Die Pentagon-Papiere, die von Daniel Ellsberg zusammengetragen und von der New York Times veröffentlicht wurden, waren ein Glanzstück des investigativen Journalismus und schufen die Grundlage des späteren Watergate-Skandals um Richard Nixon. Im Grunde war Dan Ellsberg einer der ersten Whistleblower und dafür hatte er meinen Respekt. Der leise Film, Die Verlegerin von Steven Spielberg, zeigt die Entwicklung des Provinzblatts Washington Post zu einer der wichtigsten Zeitungen der USA, die später dank der Recherchen von Bob Woodward und Carl Bernstein den Watergate-Skandal aufdeckten. Auch da griffen sie auf die Hilfe eines Whistleblowers zurück, dem damaligen stellvertretenden Direktor des FBI. Das ist die eine Seite des Films. Auf der anderen Seite ist der Film ein Plädoyer für die Emanzipation. Der Film zeigt, wie schwer es Frauen in Führungspositionen hatten und haben. Verlegerin Katharina Graham führte nach dem Selbstmord ihres Mannes die Zeitung Washington Post in ein neues Zeitalter. Die Millionärserbin ist auf dem gesellschaftlichen Parkett wunderbar zu Hause und muss nun in eine Männerdomäne des Verlagsgeschäftes vordringen. Meryl Streep spielt die Verlegerin fantastisch und Tom Hanks als Chefredakteur Ben Bradley ist nicht minder genial. Kein Wunder, dass US-Präsident Donald Trump die Schauspielerin Meryl Streep nicht ausstehen kann. Als der Film beginnt im Dschungelkrieg von Vietnam 1968, war ich an Steven Spielbergs Einstieg in Sergeant Private Ryan erinnert. Das Abschlachten der Soldaten am D-Day bei der Landung in der Normandie. Aber wir sind bei der Verlegerin nicht in einem Kriegsfilm, sondern wir sind in einem Politkrimi, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Film beginnt mit einer Lüge. Der Krieg in Vietnam ist nicht zu gewinnen. Die US-Regierung weiß dies, schickt aber ihre Soldaten dennoch in den Krieg. Kein Präsident will die Schmach eines verlorenen Krieges verantworten. Erst Richard Nixon beendete diesen schmachvollen Krieg, hatte außenpolitische Erfolge und musste innenpolitisch 1974 zurücktreten. Watergate. US-Verteidigungsminister Robert McNamara lässt eine Studie mit 47 Bänden anfertigen, die das Engagement und den Krieg in Vietnam dokumentieren für spätere wissenschaftliche Zwecke, eben die Pentagon-Papiere. Diese Studie ist unter Verschluss, wird aber von Ellsberg kopiert und der New York Times zugespielt, die sie Zug um Zug veröffentlichen. Auch die Washington Post bekommen von diesen Pentagon-Papieren etwas ab und veröffentlichen sie. Als die New York Times gerichtlich von Nixon gestoppt wird, greift die Post ein und zusammen mit anderen Zeitungen im Lande verteidigen sie die Pressefreiheit als hohes Gut in der US-Gesellschaft. Sind die Pentagon-Papiere Landesverrat? Steht die nationale Sicherheit auf dem Spiel? Was bedeutet die Veröffentlichung für die Zeitung? Fragen, die die Verlegerin Katharina Graham beantworten muss. Es ist ein großes Schauspiel, wie sich Meryl Streep windet und wie sie mit sich kämpft und sich von ihrer alten gesellschaftlichen Rolle verabschiedet. Endlich kommt die Aussage, wir drucken. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Für mich ist Die Verlegerin ein ganz, ganz toller Film. Ich kann ihn absolut empfehlen. Und auch die Kleinigkeiten. Ich liebe Spielberg und ich liebe
ja, die menschlichen Aspekte bei Spielberg. Und bei all den großen Pathos, bei all den großen Geschichten ist mir eine Szene sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, als die Tochter von Ben Bradley Limonade an die Redaktionsmitglieder verkauft. Zunächst für 25 Cent den Schluck, dann für 50 Cent und am Schluss ein Packen Dollarschein in der Hand hat. Das ist Humor, wie er mir gefällt. Also, schaut euch an und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.